Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 10.09.2020. Ja, das Feuer vom Vortag ist gelöscht, der Brand eliminiert und jetzt können wir nur morgen mal gucken, ob der DAX ersoffen ist oder ersaufen wird in dieser Wassermenge, die man ihm hier auf den Kopf geschüttet hat. Oder ob er jetzt hier tatsächlich wie so ein kleines Bäumchen gegossen wurde und fleißig wachsen kann. Freunde, Sie erwarten es alle, oder? Dass ich schimpfe, dass ich mit allen schimpfe, die short gegangen sind. Aber ich glaube, ich brauche gar nicht schimpfen. Sie haben sich selber damit genug bestraft. Wir haben es gesagt, ne? Passen Sie auf, wenn da ein Aufwärtsgap kommt. Passen Sie auf, wenn der nach oben drückt. Der wird den Montag replizieren. Der Montag hatte nur grüne Kerzen. Rechnen Sie dann bitte damit, dass er durchdrückt. Rechnen Sie damit, dass er die 365 anläuft. Gucken Sie kurz dort, ob er reagiert. Wenn nicht, geht er durch. Durchaus bis in Bereiche über 230. Freunde, was soll ich sagen? Das war's. Wenn wir uns jetzt so angucken, schon sehr markant auffällig parallel zum Montag. Muss man ein bisschen beobachten jetzt, ob er da jetzt zu sehr, also muss, der darf jetzt nicht zu sehr wegknicken, weil sonst wäre das hier bloß eine Korrekturbewegung und dann könnte sich unten raus nochmal ganz schön abstrampeln und auch zum Donnerstag echt stänkern, nur halt auf der anderen Seite halt die gleiche Kacke nochmal in die andere Richtung machen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich würde aber sagen, das lassen wir so stehen. Kleine Rückbewegung, die wäre drinne. Unterstützung wird jetzt 13.160 bis 13.135, das Su super Support-Niveau. Von dort kann der DAX schon wieder nach oben drehen. Ansonsten haben wir oben noch eine 360, 350, ich sag mal, die ist noch drin und alles, was drüber geht, 570, ja. Wir haben jetzt vom Nachttief fast 500 Punkte nach oben gelegt, bis zu 570. Sind sie jetzt noch wie viel? 300? Naja. Das ist nur auch schnell gemacht. Also sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Wenn der DAX oben ausrastet, wenn er durchdrückt, wenn er sich richtig stark zeigt. Also nicht bloß so eine kurze Eröffnung nach oben und dann wieder nach unten fallen lassen, sondern wenn er wirklich stabil, ganz ruhig bleibt da oben, richtig Stück für Stück einfach sich weiter hocharbeitet, könnte fast davon ausgehen, dass der weiter losrennt. Wir haben dann bei 450 nochmal einen Widerstand. Ne? Typisches Doppeltop. Jetzt kann dort schon reagieren und darüber dann geht es Richtung 570. Das soweit die Punkte auf der anderen Seite. Wie gesagt, ich finde den Bereich um 13.61, 13.135 ganz interessant. Sind ja jetzt auch gerade mal 100 Punkte. Ich meine, das schafft er mit der Eröffnungskerze. 250, also in Mails haben wir geschrieben, von 300 kann er erstmal runter auf 250. Das hat er ja schon fertig jetzt. Sollte deswegen einen Aufwärtsgap rein eröffnen und sich stark zeigen. 360, 350 einplanen. Alles, was drüber geht, würde ich schon sagen, Richtung 570 anpeilen. Bisschen vorsichtig halt, ne? Also gerade wenn es um die Eröffnung rumgerissen wird, dass es dann nicht sich verarschen lassen. Und ansonsten, wenn er unten ausarbeitet, ja, aufpassen halt, ne? Also insbesondere, wenn er zu tief geht, ne? Wenn er noch rote Kerzen wirft. Ähnlich wie am Montag können Sie das dann handhaben, ähnlich wie gestern können Sie das handhaben, nur in die andere Richtung. Deswegen würde ich schon so sagen, sag mal unter 13,65, eigentlich unter 13.100 müsste man fast davon ausgehen, dass es den nochmal auf die 13.000 legt und bestimmt sogar durch. Ja, also ich würde mal, naja, ich würde es schon gerne an diesem Channel festmachen, der liegt jetzt um die 13.80 rum. Ja, was tiefer geht, ich denke, das geht nochmal Richtung 13.000 und dann sogar ein Tipp tiefer. Vielleicht Xetra oben, 12.69. Nehmen wir die 12.69. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen dann. Ja, also, wenn er zu schwach ist, wenn er zu viel rote Kerzen macht, runter zu, aber das war starke Leistung. Würde mich fast ein bisschen wundern, Amerikaner. Wir haben es ja gestern eigentlich erzählt, ne? Also, wenn ein Aufwärtsgap kommt, dann sind die ganzen Leute noch short drin, weil die haben hier alle short gewollt. Die sind ja alle short rein am Abend. Wir haben ja drüber gesprochen. Ich hätte es auch gegönnt, dass die reingekommen wären. Ich hätte den DAX selber gerne hier unten gehabt. Kam aber nicht, ne? Kam Aufwärtsgap und wir haben es gesagt, die Leute, die sind dann nicht bereit, ihre Verluste aufzulösen. Die hauen dann nochmal hinterher, bauen ins Negative rein, Pyramiden und dann entstehen halt so eine Bewegung, ne? Wie am Montag. Das ist nun so eingetroffen. Da wird der eine oder andere sich sicher bestimmt wieder mal die Hand vors Gesicht knallen, weil man das vielleicht auch hätte einfacher haben können, wie das, was man da getradet hat. Ich habe mitbekommen, dass einige ganz gut unterwegs waren, die waren schön neutral, die sind auch immer mal wieder rausgegangen,
haben versucht, die Longs zu suchen, also genauso wie man es hier hätte machen müssen. Wir haben es auch extra so gesagt, ne, dass er hoch zu nicht mit diesen, nicht mit dem K.O. dagegen arbeiten soll, sondern mit, ne, in der Aufwärtsbewegung den hier unten nehmen soll, andersrum den anderen. Wahrscheinlich haben wieder 75% genau das Gegenteil gemacht, aber das ist Trading. Zu verlieren einfach 75%. Entweder man lernt es irgendwann, ja, entweder man sagt sich, ich will nicht mehr dazugehören, ich bin kein Anfänger mehr, ich trade jetzt oder ich trade jetzt seit 10 Jahren, ich verliere immer noch, irgendwas muss ich mal ändern, ja, also, aber das muss man selber machen. Die Entscheidung, die muss man für sich treffen, ob man das will oder nicht, weil es ist klar, es geht Spaß verloren, ne? Man hat trotzdem noch Spaß, aber nicht so viel Spaß, wie wenn man dagegen haut. Definitiv. Der Nervenkitzel fehlt dann. Ne? Weil es ist was anderes, wenn Sie am Tag 200 € plus haben, als wenn Sie 3000 Euro minus haben. Da fühlen Sie sich anders und dieses Suchterlebnis, das fehlt dann. Es ist ein bisschen anstrengender, weil sie viel mehr auslassen müssen, viel mehr zugucken, viel mehr Vorbereitungen machen, viel mehr Dokumentation aufschreiben und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber treffen. Es gibt ja auch ganz viele, die sagen, nö, das ist einfach Hobby und ich bin durchaus bereit, da Geld auszugeben. Hauptsache, ich habe meinen Spaß. Darf jeder machen, wie er das möchte. Mir ist es bloß wichtig, dass man versteht, dass, ja, dass man halt mit der Bewegung handeln muss, wenn man da was haben möchte, unterm Strich, am Ende raus. Ja, gut, Freunde. Ich würde hier schon zumachen. Ich habe hier nichts. Die Scheine würde ich so lassen. Oben bitte den nur nehmen, wenn der Markt nach unten geht, ne? Und ansonsten absichern. Den würde ich jetzt, also nicht in die steigende Bewegung rein aufbauen, die Position. Du musst ja nach unten anziehen, du musst ja Schwäche zeigen, dann kann man mit dem Short K.O. arbeiten. Eigentlich genau das gleiche wie am Vortag, nur andersrum. Ja, und unten raus wird, wie gesagt, einfach ein bisschen aufpassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir im Bereich um 13,160, 13,135 sehr stark nach oben reagieren. Also ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass wir von dort nochmal ein neues Hoch machen. Einfach mal, um allen so einen Stinkefinger ins Gesicht zu zeigen, die hier Short drinne waren, die hier vielleicht noch ausgebaut haben jetzt, die hier aber nicht realisiert haben, ne, die mal kurz gesehen haben, oh, ich bin fast auf Einstand und einfach nochmal so richtig auf die Nase hauen. Das sehe im DAX auch üblich, sollte aber da durchgehen. Wie gesagt, dann ist der Bereich um 13,80, 13,100 ganz interessant und darunter durchaus dann schon wieder 13.000 und ein bisschen was da tiefer. Im Tageschart haben wir einen starken Konter gekriegt, haben wir auf jeden Fall eher mehr was in die Richtung sprechendes. Wir gehen aus dem Tagesband auch raus, ne? Also das ist ganz wichtig, weil die Tagesbänder haben sich unheimlich zusammengezogen. Wir haben unheimlich viel Volatilität um die 13.000 jetzt immer gehabt und das spricht dafür, dass ein Ausbruch kommt und dass dann auch ein Ausbruch kommt, der wirklich mal ein paar Punkte schaffen kann. Also auch durchaus mal 1000 oder vielleicht sogar 2000 Punkte am Stück jetzt wieder Trendbewegung, weil wir haben das einfach zu lange nicht mehr gehabt. Wir haben ganz lange keine Trendbewegung mehr. Und häufig, bevor der Markt sowas macht, macht er ganz oft hohe Volatilität, dann hackt der wie eingestürzt in eine Richtung und dann rennt er in die andere durch. Und das muss nicht nach unten sein, weil wir waren in der Nacht, haben wir genau das nämlich auf der Unterseite gesehen, auch so eine Tesla und so, die da bei 305 mal kurz gehandelt wurden und so. Wir haben diese Spike-Action auf der Unterseite gesehen, im Nachthandel, auf den Futures, das war da. Das heißt, er hat durchaus auch die Möglichkeit, nach oben durchzurennen. Die Möglichkeit ist da, jetzt hier das Band aufzureißen, aufzudrücken und wieder eine Trendbewegung ähnlich dem hier zu liefern. Das ist möglich. Und damit muss man sich jetzt, darauf muss man sich einstellen und damit muss man dann auch arbeiten, wenn der DAX oben rausgeht. Ne, dann hilft es dann nicht, dann zu lange dagegen zu stellen. Sollte aber das Ding wieder umkippen, gilt das gleiche unten am Band dann eben natürlich genau. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Einfach auch von dem Zeitpunkt, ich meine, wir haben jetzt fast 3 Monate seitwärts. Wir standen am 8.6., standen mal bei 13.200, nee, 12.960. Da waren wir heute auch. Von der Bewegung her sind wir heute auch vorbeigekommen. Gleiche Kursniveau, 3 Monate später. Irgendwann ist dann auch mal wieder gut mit seitwärts. Da kommt dann auch wieder ein richtiger Trend. Und der bereitet sich oft so vor. Ne, dieses Spacken in eine Richtung, diese hohe Volatilität um einen wichtigen Widerstand oder Support, das war alles da. Also es ist ready to run hier. Ne, der kann wirklich auf Strecke gehen. Oben wie unten. Er muss bloß irgendwo anfangen. Ne, und hier schnuppert er vor. Er fühlt jetzt vor, am oberen Band raussteigen zu wollen. Ne? Deswegen sollte man schon auch oberhalb vom Tagesniveau vom Donnerstag, nee, vom Mittwoch, schon eher auch longseitig einfach einen Blick offen haben und Position suchen. Auch wenn der dann noch 100 Punkte gestiegen ist oder 200 Punkte, der kann halt einfach,
Der wird dann einfach durchlaufen. Ne? Der läuft dann hoch, 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 hoch. 100, 200 Punkte vielleicht. Macht zum nächsten Tag einen Aufwärtsgap von 50 Punkten. Läuft nochmal 200 Punkte. Macht wieder einen Aufwärtsgap von 60 Punkten. Läuft wieder 200, 300 Punkte. Ja, und dann sagen sie sich, was bitte ist hier los? Ne? Wenn sie sich aber jetzt vorher schon drauf einstellen, haben sie vielleicht die Möglichkeit, dann einfach da ein bisschen mitzugehen. Ne? Von daher erwähne ich es einfach mal. Ich halte es für durchaus passend, dass wir wieder Trendbewegung jetzt bekommen. Er schnuppert oben vor, er öffnet sich die Türe oben, er muss sie jetzt nutzen, nutzt er sie nicht, wird man auf der Unterseite die Türe anspielen. Dort muss er sie auch erstmal nutzen, aber man wird sie anspielen dann, wenn er es oben nicht nutzt jetzt. Ne? Von daher bin ich sehr gespannt, was wir zum Donnerstag sehen und macht damit das Video hierzu. Ich wünsche Ihnen maximal Erfolge, gutes Gelingen. Hauen Sie sich selber eine runter, wenn Sie von mir nicht genug gemaßregelt wurden, ne? Was jetzt hier gegen die Bewegung hauen und so angeht. Echt, das müssen Sie selber in die Hand nehmen. Ich kann auch nicht immer schimpfen, ne? Das geht nicht. Das muss jeder mit sich selber ausmachen. Entweder will man Geld verdienen und regelmäßig auch mal eine Auszahlung rausziehen, oder man will so weitermachen wie bisher. Ne? Also gerade an diejenigen, die halt wirklich da echt die Probleme haben. Das ist jetzt nicht global für alle gedacht, die Ansage, aber ich glaube, diejenigen fühlen sich schon angesprochen da, ne, die das betrifft. Das muss man selber mit sich selber abschließen. Man muss da einen Cut setzen. Man muss sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ich höre damit jetzt auf, weil ich damit Geld verliere. Deswegen muss ich es künftig anders machen. So wie ich es jetzt gemacht habe, so wie ich es letztes Jahr gemacht habe, so wie ich es die letzten 3 Jahre gemacht habe, so wie ich es die letzten 10 Jahre gemacht habe, habe ich kein Geld unterm Strich verdient. Also muss ich umdenken. Punkt. Aus. Ja, das ruhig mitnehmen. Für die, wo da Handlungsbedarf ist. Okay? Ich mache hier aus, ich mache zu. Viel Erfolg zum Donnerstag. Tschüss.